Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Blaze Black 2. Beim letzten Mal haben wir die Elektro-Arena gemacht und heute geht es nach Maria City und vorher, wollen wir noch gegen die beiden Boys hier kämpfen. Ich weiß leider nicht, was die leaden oder was die Pokémon haben. Ich glaube, mit Niklas mache ich halt wenig falsch, weil ich glaube nicht, dass sie Pflanzen-Pokémon haben. Ich rechne mit Stahl, maybe Elektro. Eher Stahl, so Eisenbahnzeug, ne? Vielleicht Boden? Weiß nicht. Ich glaube, mit Niklas fahre ich halt am besten. Notfalls habe ich Odi, falls ich auf Grass Moves reinkommen muss. Und dann passt das. Ich könnte auch mit Hippo leaden, könnte ich Earthquaken. Dann würde ich halt meinen Partner auch treffen. Ich weiß nicht, was mein Partner für Pokémon hat. Ne, ich glaube, ich fahre mit Niklas am sichersten. Und dann würde ich sagen, los geht's. In der Gear Station werden Pokémon Battles gemacht. Das ist eine amazing Opportunity. Ich battle mit dir. Keine Angst, Rosa. Ich bin dein Teampartner. Und dann geht's los gegen hin und her. Keine Ahnung, wie sie auf Englisch heißen, aber auf Deutsch heißen sie hin und her. Let's go hin und her. Ich hoffe, ihr seid bereit für einen mächtigen Kampf. Ich gucke auch gerade mal. Ich weiß gar nicht, was unser nächstes Level Cap ist. Wo haben wir es denn? Schöner Roster. So. Level Cap. Wo haben wir es denn? Da haben wir das richtige Team. 45. Okay. Okay, Level 45 ist das nächste Cap. Und ich sehe hier Chenelu und Electros. Sind beides Mons. Also erstmal sind nicht Typ Stahl. Und zweitens sind das beides Mons, die potenziell Grass Coverage haben können. Haben die Grass Coverage. Ich kann halt meinen Grass Switch in auf Chenelure schlecht reinbringen. Ich könnte auf Vincent doublen. Aber Servine macht hier halt auch nichts. Die haben auch nur ein Pokémon jeweils. Ich glaube, ich gehe für einen Dig auf Chenelure. Bin auf jeden Fall am schnellsten. Das ist schon mal gut. Also dann kann ich das Chenelure hoffentlich einfach ausnocken. Servine geht für Slam. Okay. Macht wie viel? Nichts. Alles klar. Chenelure geht für Flamethrower. Was das hat, war zu erwarten. Damit ist Servine weg. Ja. Und was macht das Electros tolles? Thunder Wave. Okay. Da kommt Simipour. Leider werde ich das Chenelure schon killen. Und wage es, das Chenelure zu killen, bevor ich es killen kann. Chenelure geht für Protect. Du Drecksvieh. Da kommt ein Thunderbolt. Du Drecksvieh. Okay. Mayday, sage ich. Wir haben ein Problem. Das Chenelure kann Protect. Da ich aber schneller bin als das Chenelure, probiere es einfach normal. Vielleicht drückt es ja nicht normal Protect. Vielleicht ist es doof. Und ja, nice. Das Chenelure ist dead. Ja, okay. Müssen wir uns nur noch um Electros kümmern. Und das hat Brick Break gezeigt. Das hat Thunder Wave gezeigt. Das hat Thunderbolt gezeigt. Hat es einen Grass Coverage Move? Niklas möchte Muddy Water lernen. Ist mir auf jeden Fall lieber als Water Gun. Also her damit. Her damit. So. Electros, Brick Break. Immer weiter so. Alles in Ordnung. Drück den Brick Break, bis du kein Brick Break mehr hast. Wir gehen für den Muddy Water. Haben wir gerade gelernt. Vielleicht treffen wir es ja sogar. Nö. Der Brick Break macht halt aber auch nicht so viel. Und weil er den gerade permanent drückt, gehe ich auch sehr stark davon aus, der hat nichts anderes. So, probieren wir das nochmal mit Muddy Water. Da kommt zwar die Quick Claw durch. Und Muddy Water trifft sogar. Das ist ja unglaublich. Kein Kill, aber wir haben Stärke. Das passt schon. Den Brick Break nehmen wir auch nochmal. Frisst die Stärke, Electros. Also ich bin ganz froh, dass ich den nicht vorher gemacht habe. Chenelure klingt... Chenelure und Electros klingt ein bisschen kritisch. Electros hat keine Schwächen. Es hat halt eine Schwäche, wenn du Überbrückung hast. Dann kannst du es mit Bodenmoves sehr effektiv treffen. Ansonsten hat es keine Schwäche. Und, ja, Ingo und Emmett. Übrigens, sehr tolle Namen. Vor allem Ingo ist ein sehr schöner Name für einen NPC. Hallo Ingo. Ja, also Chenelure auch offensiv Base 145 Special Attack, glaube ich. Der hätte einmal richtig reingeböllert. Ich bin sehr froh, dass ich ihn nicht früher gemacht habe. Hui, die hätten wehtun können. Na, solange man so einen Swampert hat, ist ja alles fein. Und die Kampfkamera haben wir jetzt auch und damit sind wir Gen 8 jetzt schon völlig voraus und können viel mehr als Gen 8. Wir sind auch viel krasser als die.
Sieht auch besser aus. So, ich tue Weiß nach. Ich tue Weiß nicht nach vorne. Wir werden gleich ein Pokémon auf der Brücke fangen. Ich tue unser Grass-Type of Choice nach vorne, der Sleep Powder kann. Und renne nochmal ins Pokémon-Center, um, ja, mein Swampert for free zu heilen. Wir sollten auch in Maria City Rauch kaufen können. Und damit können wir uns auf jeden Fall ein eher zuverlässiges Item als die Quick Claw besorgen. Das heißt, den, wie heißt der Rauch, der Wasserattacken boostet? Es gibt da auf jeden Fall einen Seerauch. Ich weiß es nicht. Der Wasserattacken boostende Rauch, den will ich mir besorgen. Der ist nice. Aber dann gucken wir. Ah ja. Ah ja. Ich vergaß. Ihr existiert ja auch. Dann nehmen wir mal Beut nach vorne. Der hat ordentlich Attack Power. Hallo. Da hat gerade ein bisschen gedauert. We're just standing here. Na dann, lassen wir euch in Ruhe. Das ist in Ordnung. Nur, dass du es weißt. Ich bin jetzt richtig sauer. Ist eine deutsche Line und ich bin großer Fan von dieser Line. Die sagt er auch im Trailer. Der Schwarz und Weiß 2 animierte Trailer war so geil, Leute. Habt ihr den gesehen? Ihr solltet ihn sehen. Könnt ihr da schreiben? Habt ihr den gesehen? Ihr solltet den sehen. Ihr solltet den definitiv sehen. So. Ich hab Nerven. Ja. Also, ihr geht mir auf die Nerven. Von daher, ich glaube, da sind wir quit. Aber ich gebe dir trotzdem ein bisschen aufs Maul. Beldum ist natürlich ein ungünstiger Lied für uns. Aber wir haben Schaufler. Von daher würde ich sagen, es geht trotzdem in Ordnung. Gehen also einfach für diesen Schaufler-Crunch. Erst ab Gen 6 sehr effektiv gegen Beldum. Nicht vergessen, Stahl resistiert noch Unlicht in Gen 5. Von Gen 2 bis Gen 5 resistiert Stahl Unlicht. Erst ab Gen 6 nicht mehr. So, Beldum weg. Dann Dino. Okay. Alter, ich habe gar kein... Ich sehe doch jetzt schon, dass ich ein Rematch irgendwann gegen die haben werde. Und dann wird sie mit Hydreigon und Metagross ankommen. Und was ist das letzte Mon? Was ist das letzte Mon? Zeig her. Was ist dein letztes Mon? Scollipede. Achso, alles klar. Scollipede. Beldum. Dino und Scollipede. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Scollipede passt doch perfekt zu den beiden Pokémon, oder? Ja, ist auf jeden Fall ein One-Hit, genau wie die anderen beiden. War auch noch bevor Scollipede Speed Boost hatte. Hatte damals noch hier Rasanz als Win Ability. Was weird ist, weil es ist halt. Rasanz ist halt. Rasanz gleicht Burn nicht aus. Und vergiften kannst du es nicht. Wenn ich Rasanz und Heiß Orb, dann bin ich geburnt, dann halbiert sich mein Attack. Und gepoisoned werden kann ich nicht, weil ich ein Poison-Type bin. Das heißt, du musst halt legit mit Rasanz hoffen, dass du geparat wirst. Und das ist halt dumm. Das heißt, Rasanz auf dem Ding absolut Müll. Haben sie aber zum Glück bei Game Freak auch gemerkt, dass das vielleicht eine beschissene Idee war. Und haben ihm dann Speed Boost gegeben. Was der deutlich bessere Move ist. Skorupi. Vielleicht spam mal ein bisschen Return mit Bisbark, das wird schon. Bisbark kann das. Return Spam ist so sein Ding. Level 45, 46? Was war das Cap? Ich muss es gleich nach dem Part nochmal nachgucken. Ich hab's wieder vergessen. Mal gucken, ob du Sturdy hast. Wir werden es jetzt herausfinden. Da kommt Metal Sound, geht jetzt nichts. Und zeig mal her. Bist du Sturdy oder bist du Magnet Pull? Sturdy. Okay. Ja, so ein Blaze Black 1 hätten die jetzt mein Bronze getrappt und ich hätte geweint. Bei dem Punkt hatte ich, glaube ich, Song, oder? Nee. Wann entwickelt sich Bronze? Hatte ich hier schon Bronzong? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall wurde ich gerade geparat. Das finde ich uncool. Da ist die Full-Para. Komm, können wir bitte durchkommen? Ich gehe sogar für Crunch. Extra dafür. Magnetbombe. Kann nicht missen, ist aber physisch. Also von daher kein... Komm schon, Void, please. Noch ein Mirror-Shot. Komm, drop meine Accuracy, dann treffe ich gar nichts mehr. Dankeschön. Es geht doch. Void hatte gerade nicht so Bock. Der hat nicht mehr so Bock gehabt. Der hat so viel Return gedrückt gerade. Da hat er nicht mehr so viel Bock gehabt. Don't let it go to your head. Okay. Also ich bilde mir sowieso nichts darauf ein, Team Plasma Guns zu besiegen. Von daher, keine Angst, ne? Ja, sucht ruhig. Wonach ihr sucht, ist euch überlassen. Ich suche auf jeden Fall nicht mit, ne?
Vor 5 Jahren hat Team Plasma das Felilu von meiner kleinen Schwester gestohlen. Sie hat es als Geschenk bekommen. Ich war nur ein kleines Kind. Ich konnte nichts tun. Deswegen möchte ich stärker werden. Muss ich stärker werden. Gute Arbeit. Ich wusste, dass du gute Instinkte hast. Okay, alles klar. Und dann... Q hat deine Pokémon... hat Mintups Pokémon vollständig geheilt. Hör zu. Du füllst diesen Pokédex auf. Werde stärker und stärker. Und steh mir zur Seite oder so. Ich zähle auf dich. Ich zähle ab jetzt von dich. Was? Ich werde von jetzt an auch auf dich zählen. Oder so ähnlich. Tschüss, Hugh. Ich mag Hugh. Hugh ist super. So, danke, dass er meine Pokémon geheilt hat. Ist auch sehr nice, weil dann muss ich nicht nochmal zum Pokémon Center zurücklaufen. Wenn wir sowieso in der Stadt sind, könnt ihr das ruhig gerne, gerne öfter machen, Pokémon-Trainer, die in der Stadt gegen einen kämpfen. Es ist am Ende sonst nur nervig, weil ich eh zurück zum Pokémon Center gehen kann. Ist auch so eine Route. Okay, da ist der Weg zum Pokémon Center ein bisschen weiter. Da ist das dann mit, ne, ein bisschen Zeit verbunden, dass ich dann zurückgehen würde. Mein Extensiver ist Jinging. Bin ich den richtigen Weg gegangen? Hallo, Sabine. Ich meine Yancy natürlich. Das ist dein Hobby. Was? Ja. Boah, du solltest auch meine Hobbys. Meine Hobbys sind super. Tschüss, Yancy. Ich habe sie nur angeschwiegen. Ich habe keine Ahnung, was sie von mir möchte. Habe ich das Item hier unten mitgenommen? Das war eigentlich, was ich nachgucken wollte. Ja, habe ich. Okay. Muss ich gegen den verliebten Mann kämpfen? Ich habe Angst, gegen den verliebten Mann zu kämpfen. Macht er einen Dreifach- oder einen Reihumkampf? Ich würde auf jeden Fall Mons vorne haben, die gut dafür geeignet sind. Sowas zum Beispiel. Sowas sieht grundsätzlich gut aus. So, hallo. Na? Ich bin der verliebte Mann. Freunde nennen mich Charles. Ja, bitte. Rotation. Okay, Rotation Battles ist fein. Ist fein. Gerade nicht. Challenge with the Essence of Life. Wenn wir Rotation machen? Nee, warte. Für Rotation ist das ja optimal. Ich tue aber Boyd noch mit nach vorne. Ich will Power haben bei Rotation Battles. So. Verliebter Mann, Freunde nennen dich Charles. Es ist Zeit, ja. Ich kann mich an keiner Gen an solche Charaktere erinnern, die so irrelevant sind wie der verliebte Mann, Freundin nennen ihn Charles, aber dessen Catchphrase so sehr in meinem Gedächtnis geblieben sind. Okay. Interessantes Team, das du da hast, verliebter Mann, Freundin nennen ihn Charles. Ich glaube, ich werde einfach auf meinen Bissbug gehen und auf Return drücken. Ich finde, das sieht relativ reliable aus. Ja. Das funktioniert auch schon mal gut. Level 40 auf Bissbug. Boah, Bissbug in der Arena wird ja auch richtig sick. Zum Glück habe ich das Bissbug noch. Der hat ja Sandscharrer und Turner hat Sand, weil er hat ja ein Hippo. Boah, Boyd, mein Junge. Fast as fuck. Holy shit, ich freue mich. Ich freue mich schon richtig. So, und dich returnen wir auch einfach. Swift, oh no. Oh no. What am I gonna do? Excalibur wurde besiegt. Nice. Das heißt, ich kann jetzt endlich das Pokémon fangen, das ich seit 13 Minuten ankündige. 14 Minuten fast. Sheesh! Ja, ich finde auch, dass ich Potenzial habe. Tschüss, verliebter Mann. Freunde nennen dich Charles. Ich bin der verliebte Mann. Freunde nennen mich Charles. Tschüss, Charles. Ich mag ihn. You were great. Love. Wow. Okay. Gut, dann darf ich jetzt endlich weitergehen. Da wäre ich großer Fan von. Da wäre ich sehr großer Fan von. So, mein Level 40er in die Ecke, den Level 39er daneben. Und jetzt gehen wir endlich ein Pokémon fangen. Auf dieser Brücke. Das Brücken-Pokémon quasi. So. Also, entweder kriegen wir hier halt ganz langweilig ein Picolente. Oder nicht so langweilig was anderes. Also, gucken wir mal. Ein Wingull. Kein Picolente, selbes Typing. Quasi ein bulkigeres Picolente.
Pelipper, Brücke, Reswana, kommt ungefähr hin. So, Sleep Powder. Da schläft das Wingull. Und ich mache schon mal meine Liste auf. Ich muss, glaube ich, wieder ein paar Leute nachtragen. Es haben sich, glaube ich, wieder ein paar Leute gemeldet. So. Wir haben bei Flug was stehen und wir haben bei Wasser ordentlich was stehen. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal Flug durch. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich Wasser-Pokémon fange, später noch ziemlich hoch wird. Es werden noch einiges an Wasser-Pokémon dazukommen. So, ich werfe meinen Pokéball. Ich will das Wingull ungern anfassen. Eins. Zwei. Drei. Optimal. Hat ja gut funktioniert. Okay. Okay. So. Ich habe da einen Namen stehen. Ich weiß nicht, wie man ihn aus... Doch, ich bin mir ziemlich sicher, wie man ihn ausspricht. So, ich habe hier Miyafuji stehen. Ich hoffe, das habe ich richtig aufgeschrieben. Weil es könnte sein, weil er so viele Buchstaben hat, dass ich mich verschrieben habe. Aber ich habe da Miyafuji stehen und ich werde es tun. So. Also. Miyafuji. Das steht auf meiner Liste und das übernehme ich so. So, dann werfe ich den Namen jetzt auch wieder von der Liste runter, denn der Name wurde eingelöst. Zack. So, da haben wir einen Wingull. Werde ich mir auch gleich mal angucken. Wingull klingt ja schon mal solide, vor allem, weil wir gleich eine Bodenarena machen wollen. Da klingt Wingull nochmal extra solide. So quasi solide plus. Hey, na. Wie geht's dir? But I've never seen Charizard, so I don't know. Ich habe schon mal einen Glurak gesehen. Ich habe sogar sehr viele verschiedene Glurak-Formen gesehen. Glaubt ihr, es gibt bald wieder eine neue Glurak-Form? Es ist nicht unwahrscheinlich. Wir hatten jetzt schon Mega-Glurak, sogar zweimal. Giga-Glurak. Bald kommt Ultra-Super-Glurak. Sinnoh-Glurak mit Sinnoh-Remix. Mit Sinnoh-Form. Hier haben wir gerade übrigens eine Auseinandersetzung zwischen Team Plasma und Ex-Team Plasma. Und ich hoffe, ihr habt sie gelesen, denn sie ist interessant. Ich möchte nur gerade nicht auf sie eingehen. Start talking, you Team Plasma Trash! Okay, Hugh, alles klar. Hugh hat Team Plasma Trash geschlagen. Das klingt ziemlich illegal, was da passiert. Auch wenn es Terroristen sind, du darfst sie nicht schlagen, Hugh. Sie haben noch nichts Terroristisches gemacht, glaube ich. Das kommt noch. Das kommt erst noch, Hugh. Dann darfst du sie schlagen, glaube ich. Ich glaube, dann ist das Notwehr oder so. Ich habe da ein Item gesehen. Und ich werde es mitnehmen. Tada! Covenant Ore! Ich werde das Covenant Ore jetzt benutzen. Use. Da kommt unser Brokkolos. Guck mal, ein Brokkolos. Brokkolos ist so cool. Es ist so schade, dass Brokkolos nicht so gut ist, wie es gut aussieht. Es sieht so cool aus. Es ist so schade, dass Brokkolos nicht gut ist. Es ist so schade. Immerhin ab Gen 7 hat Sandstorm als Fähigkeit und ist damit ein schlechteres Despotar. Aber es hat halt Tiers, in denen es dann useful ist. Aber das hat es leider noch nicht. Schade, Brokkolos. Aber du bist trotzdem sehr cool. So, das muss ich dir dann Evoliten da leider wegnehmen, weil du hast jetzt nichts mehr von dem. Und deswegen gebe ich dir ein anderes Item. Und zwar... Huch, da wollte ich gar nicht hin. Und zwar gebe ich dir den Hearthstone. Der macht deine Rock-Moves stärker. Ich hoffe, du freust dich über ihn, Leonie. Ich hoffe, du freust dich über diesen Hearthstone. Und dann auf ins Pokémon Center das Wingull angucken. Ich möchte das Wingull angucken und in all seinen Facetten betrachten. Weil es ja ein weibliches Wingull ist. Also möchte ich eher sie betrachten. Keen Eye als Fähigkeit. Okay, ich glaube, wir können eh nicht viel Besseres haben auf in Gen 5. Minus Special Attack. Oh, oh. Ach, musste das denn sein? Wingull, was soll das denn? Immerhin ist Plus Bedef nicht so super bad. Und es hat schon Roost. Und man kann damit arbeiten, aber das hätte nicht sein müssen. Das hätte echt nicht sein müssen, Wingull. Minus Special Attack. Minus Bedef ist halt auch nicht super bad, also. Es hätte deutlich schlimmer kommen können. Was verkaufst du Tolles? Shards. War relativ günstig. Kann ich mir den Shards machen? Ein
Ein paar Beeren hast du auch. Den muss ich mir merken. Der verkauft nices Zeug. Der verkauft nices Zeug. Den muss ich mir echt merken. Und wenn ich gerade schon hier bin, habe ich noch genug Potions? Ein paar. Ich kaufe mal ein paar Great Balls. So 10 Stück. So, es gibt leider den Tiefkühlcontainer nicht mehr. Deswegen kann ich da nichts fangen. Ich kann aber hier in Maria City was angeln. Und ich lasse mich mal eben nachgucken, was es hier so an geilen Encountern gibt in Maria City, die ich hier angeln könnte. So, ich will halt nicht zu weit scrollen. So. Die Drawbridge, da hätten wir auch Warblu bekommen können. Warblu klingt cool. 14% hatten wir da auf Ducklet. Bin relativ. Wobei Ducklet Wingull nimmt sich relativ wenig. Das eine ist halt offensiv und das andere ist defensiv. So. Wo ist Maria City? So, ein F. Drift Vale. Weiter. Hat Drift Vale City keinen Angelspot mehr? War der nur in Black and White 1? Das gucke ich jetzt nach. Bin mir ziemlich sicher, dass es hier einen Angelspot gab. Oder halt zumindest einen Surfspot. Gibt es den echt nicht mehr? Sieht ein bisschen so aus, ne? Aber die Musik ist noch gut. Ba, 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 da, 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 da. Ba, da, 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 da. Sieht echt so aus, als gibt es den Spot nicht mehr. Krass. Daran kann ich mich nicht erinnern. Okay, dann angeln wir hier doch nichts. Ich bin fest davon ausgegangen, dass ich hier was angeln könnte. Aber dann halt nicht. Dann halt nicht. Was gibt's von dir so? What, dude? Krass. Unglaublich. Da fällt mir ein. Ich will Kumu-Milch kaufen. Gib mir alle deine Kumu-Milch. Hallo, ich bin hier, um Kumu-Milch zu kaufen. Gibt's bei dir was Tolles? Ist denn das in Marvel? Was willst du? Ich glaube, du hast Pokémon Level 30 sehen, oder? Ja, haben wir. Expert Belt. Gut zu haben. Freut man sich immer. So, aber darf ich jetzt den gesamten Kumu-Milch-Vorrat haben? Ich hätte gerne 12. Und dann hätte ich gleich gerne nochmal 12. Ich hätte gerne insgesamt 36 Flaschen. Ich komme später nochmal vorbei, um neue zu kaufen. Gib mir all deine Kumu-Milch. Kumu-Milch ist super geil. Die kostet quasi nichts für das, was sie heilt. 100 KP pro Milch, das ist halt nice. So, Kumu-Milch. Von wo sie Kumu-Milch wohl bekommt? Ja, und jetzt kaufe ich dann Incense. Ich hätte gerne den Water. Psychic Water. Den hätte ich gerne. Kostet ganz schön was, aber ich nehme ihn trotzdem. Ich nehme ihn trotzdem. Hast du noch irgendwas Cooles, was mich interessieren könnte? Nö. Gerade zumindest nicht. Vielleicht komme ich nochmal vorbei. Vielleicht komme ich nochmal vorbei. Und jetzt hätte ich gerne meinen Incense. Den kann ich dann nämlich einfach mal in meinem... wo haben wir ihn? Da, der Sea Incense. Den drücke ich meinem Sumpex in die Hand. Hier, viel Spaß damit. So. Und jetzt, du hast gar nichts, ne? Nee. Da liegt noch ein Item. Könnte eine TM sein. Bin mir gerade nicht 100% sicher. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube schon. Embargo. Ziemlich useless, aber besser haben als nicht haben. So, und jetzt könnten wir halt, wir könnten westlich die Stadt verlassen, da was fangen. In den Süden dürfen wir noch nicht. Da ist zu. Da geht es dann später zum Pokémon World Tournament, was auch eine der coolsten Erfindungen ever ist. Hier links rein können wir auch. Normen. Ich guck mir den mal vorher an. Bevor ich den jetzt anspreche und in den Tod renne. Trainer Josters. Steuerung F. Norman. Er geht hoch bis Level 42. Level 42. Alles Level 40, eins Level 42. Genau. Vigoroth, Kecleon, Linoon, Zangoose. Mit ziemlich starken Sets. Kann man nicht irgendwie einen Fighting-Type, den ich da reinschicken kann, um alles umzurennen. Nee, Norman, ich fasse dich nicht an. Ich habe Angst vor dir. Und wo ich jetzt gerade nochmal hier bin, kann ich nochmal genau mein Level-Cap nachgucken. So, und das Level-Cap war nämlich 45. Nicht 46, 45.
Okay, mit dir will ich nicht sprechen. Heißt, ich verlasse die Stadt einfach in Richtung Westen. Da liegt, glaube ich, ein Item, oder? Nö. Ich verlasse die Stadt einfach in Richtung Westen. So, Route 6. Angeln oder Encountern? Das ist die wichtige Frage, die gestellt werden muss. Wie encountern wir etwas auf Route 6? Ich habe gerade einfach 6 eingegeben und das war eine doofe Idee. Route 6. Besser. So. Also. Im Double Stress gibt es Tranquil Pidgeotto. Warum sind die komisch markiert? Was soll das heißen? Das confused mich gerade ein bisschen. So. Da gibt es Tranquil und Pidgeotto. Im Gras, dann gibt's Shell mit Karablast, Deerling, Fungus, Bonsly. Mhm. Merrill. Was gibt's denn im Shaking Gras? Jan Mega klingt cool. Emolga eher nicht so. Dunsparce eher nicht so. Surf. Kriege ich entweder Basculin oder Merrill. Und beim Fischen Magikarp, Tentacool, Chinchou, Shellder. Und Basculin in der Bodenarena klingt halt schon geil. Ich könnte doch mal surfen für ein Basculin. Ich meine, hier gibt es halt auch ein paar nice Encounter grundsätzlich. Sowas wie Fungus ist halt nice. Aber ich glaube, mir gefallen die Surf-Encounter besser. Einfach im Hinblick auf die nächste Arena. Ich habe gar keinen Surfer. Tja. Was kommt man hier angeln? auch nicht so geil. Halt echt nicht geil für die Arena. Das sind alles Water-Types mit Ground-Weakness. Außer Shellder. Hm. Okay, ich hab schon verstanden. Wir gehen ins Gras. Ich hab schon verstanden. Ich guck mal, ob ich es bis zum Doubles-Gras schaffe. Aber ich werde jetzt nicht drauf aufbauen. Okay, hab's nicht bis zum Doubles-Gras geschafft. Und wir bekommen hier ein Deerling. Grundsolide. Grundsolide. Vor allem bei Bodenarena. Absolut solide, nehme ich. Ich habe leider keine Flottbälle und den so anzufassen ist auch sehr schwierig. Ich werfe einen Great Ball und hoffe einfach, dass das Deerling drin bleibt. Ich hoffe es einfach. Hat jetzt nicht so gut geklappt. Jump Kick. Ja, vielleicht misst es ja einen Jump Kick und haut sich selber damit. Das wäre doch super, oder? Ich habe noch Razor Leaf. Aber ich will den nicht Razor Leaf. Ich habe Angst. Ich habe zu viel Angst. Ich werfe einfach ein paar Bälle. Hier, ich habe noch ganz viele Cherish Balls. Werfen wir die. 1. 2. 3. Nice. Okay, Deerling wurde gefangen. So. Pflanze oder Boden? Pflanze oder normal, meine ich. Bei Pflanze habe ich nichts stehen. Bei normal habe ich auch nichts stehen. Ja, dann nehmen wir halt wieder einen Alle-Namen, ne? Let's go, Alle-Namen. Das Season-Pokémon. Ich weiß nicht, ob ich Deerling Summer jetzt so geil finde, aber es gefällt mir besser als Deerling Spring. Und ich weiß gar nicht mal, wie Herbst aussieht. Winter ist halt das Beste, das coolste Kronjuwel zumindest. So, ich werde dich Tobias nennen. Tobias steht wieder unter alles. Von daher, Tobias macht das. Tobi. A.S. Jede Nuzlocke ist ja wieder dabei. Jede Nuzlocke wieder dabei. Immer ein Tobias. So. Und dann drehen wir auch direkt wieder um. Ich sagte, wir drehen direkt wieder um. Karablast. Wäre auch cool gewesen. Würde dann zu Cavalanzas werden. Und so ein Steel-Type wäre später halt nice gewesen. Vor allem einer, der nur eine Schwäche hat. Aber jetzt begeben wir uns erstmal ins Pokémon Center und schauen uns unser Deerling an. Und dann gucke ich auch gleich mal im Part noch, ob Deerling irgendwie gebufft wurde oder so, ob der irgendwas Cooles jetzt kann. Damit ich vielleicht schon mal was vorbereiten kann mit dem. Vielleicht nehme ich ins Team auf oder so. So, es hat auf jeden Fall Chlorophyll. Lex macht plus Death minus Bedef. Ist okay. Nicht tragisch. So, Jump Kick kann es. Das ist cool. Für Takedown würde ich ihm gerne Return geben. Deswegen würde ich halt sagen, es ist nicht verkehrt, wenn ich Deerling schon mal früh mitnehme. Damit ich ihm die Sooth Bell geben kann, die ich gerade hier auf Stoutland habe, damit ich das Return schon mal ein bisschen hochbekomme.
wäre deswegen echt vielleicht nicht verkehrt. Muss ich Leonie erstmal zu Hause lassen, weil in der Ground Arena will ich Leonie eh nicht dabei haben. So, aber ich gucke jetzt erstmal nach. Und ihr dürft live dabei sein. So, Pokémon Changes. Dierling. So. Wurde nichts geändert. Gar nichts. Sad. Absolut sad. Gibt es noch andere Changes, von denen ich nichts weiß? Attack und Level Up Move Changes. Ach so. Guck mal da mal rein. Dierling. Na? Keine Treffer zu Dierling. Unova, Seite 64. So, Dierling. Ist das gar nicht in der Liste drin? Es sieht nicht gut aus für Dierling. Es sieht absolut nicht gut aus für Dierling. Dierling ist nicht in der Liste. Also da bleibt alles auf Base. Okay, dann schaue ich eben auf PokeWiki nach, was Dierling der Gen 5 so tolles lernt. So. PokeWiki. Dierling. So, entwickelt sich Level 34, also wird sich vor der Arena entwickelt haben. Definitiv. So, und lernt in der 5. Generation. Energieball auf 32. Okay. Wie ist denn der Special Attack? Also vor der Arena wird es wahrscheinlich noch ein bisschen Naturkraft lernen. Und Energieball. Wie ist denn der Special Attack von Kronjuwild in, ja, generell so? 60. Lernt Kronjuwild irgendwas Besseres noch? Kronjuwild lernt das Holzgeweih. Okay. Kronjuwild lernt das Holzgeweih auf Level 37. Alles klar, dann ist alles fein. Ich hatte schon Angst. Wir haben nur Energieball als Pflanzenstab. Das wäre unschön gewesen. Konntest du schon Energieball? Nee, ne? Nee, konntest du nicht. Konntest auch gar keine Grass Moves. Das wäre echt kritisch gewesen. Aber so, na, könnte man vielleicht mitarbeiten. Könnte man vielleicht actually mitarbeiten. Gut. Also, wir sind bei 32 Minuten, von daher, ich würde sagen, ich beende den Part erstmal und gucke mir, dass ich Dierling mal aufs Teamniveau bringe. Schätze mal, ich habe bis zum nächsten Mal was ausgetauscht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich will das, ich will unser Brokkolos erstmal auf die Box tun, dann mal anders wieder mitnehmen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.